Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge Freunde der Sonne geht es um Sex. Und zwar Sex mit dem Universum. Mein neues Buch erscheint am 19.06. und diese Folge heute hier ist meinem neuen Buch gewidmet. Ich werde dir daraus vorlesen, ich werde ganz viele Fragen zum Buch beantworten. Ihr habt mir auf Instagram jede Menge Fragen geschickt, die ich in dieser Folge beantworten werde. Und wir werden so ein bisschen eintauchen in Sex mit dem Universum und was ich mir dabei so gedacht habe, für wen das Buch ist, für wen das Buch vielleicht auch nicht ist. Und ich wünsche einfach unheimlich viel Spaß mit dieser Freude, und mit dieser Folge und mit diesem Buch. Und wenn du möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wo du dir schon jetzt die gesamte erste, also wie sagt man, das gesamte erste Kapitel so rum herunterladen kannst, das ich für dich eingesprochen habe und wo du schon mal eintauchen kannst und wo du ja das erste Kapitel einfach schon mal anhören kannst. Habe ich so noch nie gemacht. Ich bin mega gespannt und ja, würde sagen, wir starten jetzt einfach los. Sex mit dem Universum. Let's have some fun. Und ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Viel Spaß. Okay, Freunde der Sonne, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, mit dir jetzt in mein neues Buch einzutauchen, Sex mit dem Universum. Und dass du hoffentlich in dieser Folge dich so richtig, richtig, richtig aufladen kannst mit Lebensfreude, mit einer neuen Perspektive, mit einer vielleicht neuen Anbindung an deine eigene Spiritualität. Und genau, damit fangen wir an. Und um damit anfangen zu können, lade ich dich ein, einmal ganz, ganz kurz nur für diesen Moment tief ein- und auszuatmen. Oh, und hier anzukommen. In diesem Augenblick, denn es kann gut sein, dass du ganz, ganz viel auf deiner To-Do-Liste stehen hast und ganz viele Sachen gerade in deinem Kopf und du gerade überall bist, außer hier. Aber hier, dieser Moment, ist das Wertvollste, was du hast. Das ist dein Leben. Und deswegen lade ich dich ein, einmal ganz präsent zu werden, deine Linse, deine Kameralinse, wie du durchs Leben guckst, ein bisschen aufzudrehen und diesem Moment wieder mehr Raum zu geben, präsent zu werden und dich zu entspannen, ja, aus dem Überlebensmodus, in dem wir alle immer wieder drin sind im Alltag, aus dem Autopiloten, aus dem Hustle-Modus, aus dem ich muss noch das und das und das. Chill, komm an, atme ein und aus und erlaube dir, in den in den Schöpfermodus zu kommen, dein Leben wieder in Anspruch zu nehmen für dich. Also, willkommen. Schön, dass du da bist. Und diese Folge hier heute ist meinem neuen Buch Sex mit dem Universum gewidmet, das am 19.06. überall erscheint. Du kannst es dir jetzt natürlich schon vorbestellen. Auch da geh immer gerne zu deinem wundervollen Buchladen an der Ecke. Die freuen sich riesig, wenn du vorbeikommst. Die bestellen dir das Buch vor und dann kannst du es da abholen, wenn es da ist. Und support your local book dealer. Genau. Vor dieser Folge, vor ein paar Tagen, habe ich auf Instagram gefragt, hey, ich mache diese Folge zum Podcast, was hast du für Fragen? Ja, was hast du für Fragen zu dem Buch? Und dann kamen natürlich ganz, 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 ganz viele Fragen dazu rein. Und eine der Fragen, die dazu reingekommen ist, wie kamst du auf diesen Buchtitel? Was war los mit dir? Hast du noch alle Latten am Zaun, alle Tassen im Schrank. Was ist los? Woher kommt dieser Titel? Und es ist auch super witzig, so zu beobachten. Immer wenn ich über das Buch spreche, auf Social Media oder wo auch immer, es ist so, die einen sagen, boah, ich liebe den Titel. Und die anderen sagen, boah, ich hasse den Titel. Polarisiert auf jeden Fall schon mal, was gut ist. Weil das Buch ist auf jeden Fall auch gedacht, um ein wenig aufzurütteln. Deswegen auch der Titel, unter anderem. Aber der Titel kam zu mir, genau, mit der Geschichte fange ich an. Der Titel kam zu mir, ich war in einer Breathwork-Session in Berlin und ich gehe einmal im Monat oder zweimal im Monat zum Breathwork. Breathwork ist
eine Methode, die dem Körper dabei hilft, bestimmte Gefühle zu integrieren, zu fühlen, loszulassen und mit dem eigenen Atem zu arbeiten, um vom Verstand wirklich in den Körper zu kommen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Breathwork, fantastische Sache, hat mein Leben komplett verändert. So, ich liege jetzt also da in dieser Breathwork-Session. Man arbeitet dann meistens so eine halbe Stunde mit dem Atem, mit dem Körper und geht danach in die Meditation. Und ich liege da dann in dieser Meditation und genau, in dem Breathwork selbst ist es oft so, dass man durch sehr intensive Gefühle geht, also durch Wut, durch Angst, durch Trauer, durch Scham, durch vieles, was sich so im Körper festgesetzt hat. Und dann ist es oft dann danach, also jedenfalls bei mir in meiner Erfahrung, es kann sich natürlich unterscheiden, ist es so, dass ich häufig danach in einen Zustand von tiefem Frieden komme. Das ist so ein bisschen wie, du gehst so durch die erste Schicht der Gefühle, durch die zweite Schicht der Gefühle, durch die dritte Schicht der Gefühle, vierte Schicht der Gefühle. Und darunter ist wie dieser ruhige, stille See deines Selbst. Ja? Und ich lag dann in dieser Meditation tief verbunden einfach mit mir und war so erfüllt. Ich lag da einfach Augen zu und mein Herz hat sich so angefühlt, als so as if my heart cracked open. Also wirklich, als ob mein Herz so im positiven Sinne aufgebrochen wurde und einfach so Licht durch mich durchgeströmt ist. Und ich lag da und wurde wie so durchströmt von diesem Licht und von dieser Energie und war so, wow, das ist wie so ein kosmischer Orgasmus. Das ist wie Sex mit dem Universum. Einfach dieses Gefühl des Einsseins, gefühlt keine Trennung wahrnehmen zu können, in diesem Trance-Zustand zu sein, so angebunden zu sein. Und ich lag einfach da und war erfüllt von Dankbarkeit, von Glückseligkeit, von Freude, von und ich lag da einfach, im Außen hat sich nichts verändert. Es war einfach diese Arbeit in mir selbst, die mich an diesen Ort gebracht hat. Und ich war so, oh mein Gott, das ist es. Das ist es. Das ist eigentlich ja unser Zustand, diese Glückseligkeit, wenn wir mit den Gefühlen arbeiten, wenn wir mit unseren Themen arbeiten, wenn wir erlauben, wirklich uns zu fühlen, dass wir anfangen, alles zu fühlen, dass wir wieder in die Verbindung gehen, weil wir in Verbindung mit uns sind. Und in dem Moment kam dieses Buch zu mir und es war so, okay, das Buch heißt Sex mit dem Universum. Und dann lag ich da in dieser Meditation und habe dieses Buch empfangen tatsächlich. Und ich lese dir einen kleinen Auszug vor, wo Gott spricht in dem Buch. Denn in dem Buch, es ist eine Erzählung, es ist eine Geschichte von dem Engel Ismael. Und Ismael ist ein Schutzengel in Ausbildung. Ja? Also er studiert an der University of Gods and Angels Schutzengelwesen. Und er hat in dem ersten Semester eine Vorlesung geschwänzt, Lebensphilosophie, die er jetzt noch nachholen muss. Und long story short, er ist dann in einem Vorlesungssaal und es stellt sich heraus, die Dozentin ist Gott. Das überlasse ich dir aber noch, das genau zu lesen. Das will ich jetzt gar nicht so sehr spoilern. Jedenfalls sagt Gott dann, warte, wo fange ich an? Genau, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, was das Rezept für ein richtig glückliches, erfülltes, ja ekstatisches Leben ist. Ein Leben, in dem der Mensch so richtig aufblüht und sich selbst als schöpferisches, spirituelles Wesen erfahren kann. Dann ist meine Antwort, lebe, als hättest du Sex mit dem Universum. Lebe, als hättest du die erfüllteste, leidenschaftlichste und tiefste Verbindung mit dem Universum. Das Leben entfaltet seine ganze Schönheit und Essenz dann, wenn der Mensch wieder erkennt, dass er in Wahrheit in einer ständigen Beziehung zum Universum ist. Je mehr diese Verbindung mit Liebe, Vertrauen und Freude gefüllt wird, desto unglaublicher wird die Erfahrung des Menschen auf der Erde sein. Er wird wissen, wer er in Wahrheit ist. Er wird sich an seine eigene Vollständigkeit, an sein göttliches Licht und an die Freude erinnern. Er wird aufhören zu glauben, nur ein Körper in seiner physischen Existenz zu sein und sich ständig den Kopf zu zerbrechen. Er wird sich wieder mit seiner Energie identifizieren. Er wird eins sein mit der Schöpfung.
Und dann geht's weiter. Es ist mucksmäuschenstill im Hörsaal wird und alle Studenten sind so, wow, hat Gott gerade Sex gesagt? Spricht Gott hier gerade wirklich über Sex? Genau, und dann geht es los, dass Gott die Studenten dann mitnimmt und sie darüber sprechen, was macht denn eigentlich richtig guten Sex aus? Ja? Was ist guter Sex? Was ist diese Erfahrung, die ja so sehr über das rein Körperliche hinausgeht? Und dann sammeln die Studenten Ideen. Ja? Was macht wirklich erfüllten, guten Sex aus? Es geht um Vertrauen, es geht um Loslassen, es geht um Neugierde, es geht um Hingabe, es geht um Ausprobieren, es geht um Vertrauen in den eigenen Körper, in sich selbst. Es geht auch darum, den eigenen Körper zu kennen, zu wissen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Es geht darum, spielerisch zu sein, es geht darum, Spaß zu haben, es geht ums Entdecken, es geht aber auch um Verschmelzung, es geht um Einssein. Und all diese Qualitäten, wenn man mal darüber nachdenkt, die guten Sex ausmachen, all diese Qualitäten machen auch ein richtig gutes Leben aus. Wenn du neugierig bist, wenn du im Vertrauen bist, wenn du weißt, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß, wenn du weißt, was brauchst du, um eine ekstatische Erfahrung zu machen, um einen Orgasmus zu haben, im Sinne von dieses Einssein-Gefühl zu haben. Das Vertrauen in dich, ins Leben, im Sinne in die andere Person vielleicht. All das macht ja guten Sex aus und all das macht gutes Leben aus. Und darum geht es dann in dem Buch, dass die Studenten, die Engel und Götter sind, die da in diesem Vorlesungssaal sitzen, zusammen mit Gott, eruieren, woran liegt es denn, dass es den Menschen so wahnsinnig schwer fällt, in diese Verbindung zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, in die Liebe zu gehen. Woher kommen denn die Angst, die Scham, all diese Dinge, die damit zusammenhängen? Und das ist dann, wo es in dem Buch drum geht, dass Gott die Studenten mitnimmt, zu verstehen, warum wir Menschen uns manchmal so wahnsinnig im Weg stehen. Denn es gibt auch ein paar Schutzengel und Götter, die schon auf der Erde waren und die von ihren Erfahrungen berichten. Und manche sind halt mega frustriert, weil sie halt sagen, ich verstehe das nicht. Was soll ich denn verdammt nochmal noch machen, damit der Mensch checkt, dass er oder sie auf dem in Anführungsstrichen falschen Weg ist? Ja. Und das Buch ist also eine Erzählung, eine Geschichte, die mit unterschiedlichen Überzeugungen auch spielt, die wir Menschen haben, auch darüber, wer Gott ist oder wer Gott vielleicht auch nicht ist, wer Engel sind oder wer Engel auch nicht sind, wie wir als Menschen wieder anfangen können, uns zu vertrauen. Und die Grundidee für mich zu dem Buch war, dass ich glaube, dass wir Menschen durchaus auch wieder uns die Erlaubnis geben dürfen, mehr in die Lebensfreude zu kommen, in den Genuss zu kommen, in die Dankbarkeit zu kommen, in das Wahrnehmen zu kommen, all dessen, was da ist, und unsere eigene spirituelle Reise hier wirklich als Reise zu betrachten, wo wir an unterschiedlichen Orten sind, wo wir unterschiedliche Menschen treffen, wo wir unterschiedliche Dinge lernen über uns selbst, über die anderen, über das Leben, über das Universum. Und das Buch ist eine sehr spielerische, sehr humorvolle Geschichte, wo es viele Stellen gibt, wo man lachen kann und gleichzeitig, wo Hermes sich dann in eine Mitstudentin verliebt und auch, genau, also Hermes ist der beste Freund von Ismael, die wohnen zusammen in der WG und genau, Hermes sitzt dann neben Aphrodite und ist halt total verknallt in Aphrodite und es gibt so ganz viele Side-Stories noch, die mitlaufen und dieses Buch ist für alle Menschen, die gerne wieder in ihren Körper kommen wollen, die wieder Freude haben wollen, die sich selber besser verstehen möchten. Das Ganze aus der Perspektive der spirituellen Welt erzählt, ja, also wie Gott, die Engel auf uns gucken und halt manchmal wirklich sind so, was können wir denn noch tun? Dass wir Menschen die Tendenz haben, eben immer wieder unsere dysfunktionalen Muster zu wiederholen und wie sehr dickköpfig sind in dem, wie wir manchmal festhalten auch an bestimmten Dingen, die uns eigentlich nicht gut tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Buch einfach ganz viele Menschen erreicht, zum Lachen bringt
und vielleicht Türen öffnet wieder ins Herz, die bis jetzt eventuell verschlossen waren und vielleicht ja auch dazu führen, dass mehr Menschen wieder richtig, richtig guten Sex haben. Auch das wäre ja schön. Mit sich, mit anderen, mit dem Universum. Auch das ist ja durchaus eine Möglichkeit. So, was gab es noch für Fragen? Ich gehe hier mal kurz in meinen... eine Frage war, ist das Buch auch für Menschen, die nicht spirituell sind? Auf jeden Fall. Eigentlich ist das Buch, würde ich sagen, gerade für Menschen, die vielleicht nicht spirituell sind, weil es wie... Ja, weil es einfach sehr humorvoll ist und weil es... Das ist ein Buch, das kann jeder letztlich lesen. Aber es ist auch für Menschen, die spirituell, es ist für jeden geschrieben. Es ist, ich sag's mal anders, es ist für jeden Menschen geschrieben, der Freude daran hat, die bestehenden Überzeugungen, die wir als Menschen haben, zu hinterfragen. Für den ist das Buch perfekt. Ja, für Menschen, die sagen, nein, das ist meine Realität und genauso soll es bleiben und ich will damit verbunden bleiben, dass ich die Welt so oder so sehe. Ey, lies das Buch auf gar keinen Fall. Okay, don't do it. No. Nein. Da musst du aufpassen dann, ja. Genau. Okay, wird es das Buch auch als Hörbuch geben? Auf jeden Fall. Ich habe es schon eingesprochen. Sobald es als Hörbuch da ist, kriegst du auf jeden Fall auf Instagram und in meinem Newsletter Bescheid. Der Schreibprozess. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben? Ich habe das Buch tatsächlich sehr, sehr schnell geschrieben, weil ich es einfach wie runtergeladen habe aus der spirituellen Welt. Und es war genauso wie bei Zurück zu mir, meinem Buch, was ich vorher geschrieben habe, dass in dem Moment, wo ich eine Geschichte schreibe, ich lebe dann in meinem Kopf in dieser Geschichte. Und auch wenn ich nicht schreibe, erzählt sich die Geschichte die ganze Zeit weiter. Das heißt, ich habe immer quasi in meinem Kopf mir die Geschichte weitererzählt. Und in dem Moment, wo ich eine halbe Stunde hatte, konnte ich das wie so runterladen und schnell aus meinem Kopf rausschreiben. Genau, also ich habe das Buch, ich muss mal überlegen, also die Breathwork-Session, da war ich im Oktober letzten Jahres, also 2023, Oktober war die, glaube ich, die Breathwork-Session. Und dann bin ich in mein Auto, das weiß ich noch, ich habe dann Toni, meiner besten Freundin, die war dabei, habe ich dann direkt danach davon erzählt. Und dann bin ich in mein Auto und bevor ich losgefahren bin, habe ich dann in meinem Handy einen Google Doc aufgemacht und habe oben Sex mit dem Universum reingeschrieben und habe so direkt die Gedanken, die ich zu dem Buch hatte, aufgeschrieben. Und dann habe ich das Buch ja von Oktober bis, was haben wir denn jetzt? Mai, ich war fertig im April, habe ich es zu Ende geschrieben. Ja, also so geschrieben habe ich wahrscheinlich dann, dass ich richtig geschrieben habe, war ungefähr ein Monat und davor habe ich dann immer die Gedanken irgendwie schnell zusammengesucht. Genau. Was war persönlich dein größtes Learning im Rahmen der Entstehung des Buches? Gab es auf unterschiedlichen Ebenen Erfahrungen für mich? Das eine war, es war für mich eine wunderschöne Erfahrung, in diesem Dialog mit der spirituellen Welt, mit der geistigen Welt zu sein, mit meinen Engeln zu sein, mit Gott, mit dem Universum, einfach in dieser Verbindung zu sein und so spielerisch zusammen dieses Buch zu entwickeln und einfach in diesem Austausch zu sein, der halt einfach super hochenergetisch ist. Das wirst du auch merken, wenn du das Buch liest. Es ist sehr, sehr hochenergetisch, weil da einfach so viel Liebe drin ist in diesem Buch, die da durchspricht. Und einfach in diesem Feld zu sein und in diesem Empfangen zu sein, war einfach super erfüllend für mich und total. Ich habe mich selber jedes Mal so gefreut, wenn ich wieder geschrieben habe, weil es für mich auch so viel Heilung hatte, dieses Buch. Und wie so eine, gefühlt ist dieses Buch für mich der Schritt in so eine neue Ära in meinem eigenen Leben. Wo ich wie so eine, ja, so ein bisschen vielleicht wie so ein Schmetterling aus so einem Kokon jetzt draußen bin und mich so zeige, wie ich bin, mit den Gedanken, die ich habe, mit dem, was mich beschäftigt und nicht mehr mich zensiere oder gucke, gefällt das auch anderen? Ich freue mich natürlich, wenn es anderen gefällt. Und gleichzeitig musste ich dieses Buch schreiben, auch wenn es niemandem gefällt. Es kam einfach durch mich und es wollte geschrieben werden und ich habe mich dem zur Verfügung gestellt. Öffne mit dem Buch, glaube ich, ich hoffe, dieses Buch öffnet eine neue Perspektive, ein neues Portal, durch das man durchgehen kann, wo sich Menschen wieder mit
ihrer Freude dem Leben gegenüber verbinden können und mit ihrem Ausdruck der eigenen Lebendigkeit. Ja, in diesem Buch geht es sehr viel, um wieder so in diese Lebendigkeit zu kommen. Genau. Hattest du als erstes die Geschichte oder den Titel im Kopf? Zuerst kam der Titel und dann kam die Geschichte. Genau. Deine schönste Anekdote aus dem Schreibprozess. Meine schönste Anekdote aus dem Schreibprozess, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das Schönste war für mich, ich habe das Buch zu Ende geschrieben, da war ich mit Dominique und Toni, mit meinen beiden besten Freundinnen, in Ahrenshoop an der Ostsee. Und wir waren da in einem Hotel und wir haben dann gefrühstückt und Dominique und ich saßen dann, Toni ist erst später gekommen, wir saßen dann da im Foyer auf dem Sofa und ich saß da, glaube ich, 7 Stunden. Dominique saß die ganze Zeit neben mir und hat ihre Sachen gemacht und gearbeitet. Und wir saßen einfach den ganzen Tag da und ich habe die letzten Seiten von dem Buch geschrieben. Und wir haben so rausgeguckt halt auf die Ostsee und waren morgens, das war im Februar, waren morgens Eisbaden in der Ostsee. Nee, war es im Februar? Nee, es war im März. Waren Eisbaden in der Ostsee und irgendwie war es so gefühlt, ist das, worüber ich in dem Buch schreibe, war das Gefühl dieses Buches in meinem eigenen Leben total präsent. Und das war irgendwie mega schön. Genau. Genau. Dann kommt hier noch eine Frage. Wie fühle ich meinen Engel in meiner Umgebung? Oh, wunderschöne Frage. In dem Buch geht es auch darum, dass Engel sind immer da. Die Sache ist nur die, sie können quasi nur wirken mit ihrer Energie, wenn du sie darum bittest. Also sie können, oder anders gesagt, du kannst sie nur hören und mit ihnen in Kontakt sein und spüren, wenn du dafür bewusst bist, wenn du selber den Raum dafür öffnest. Die sind sozusagen, die warten eigentlich nur drauf, dass du sie anrufst. Ja, so. Und die werden immer abnehmen, wenn du sie anrufst. Und du fühlst Engel, also ich höre sie, ich spüre sie auch, aber ich höre sie vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass auch da ist der Kanal für jeden anders. Ja, Menschen, vielleicht kannst du es in deinem Körper fühlen, auf deiner Haut oder durch ein bestimmtes Gefühl in deinem Körper. Vielleicht kannst du sie auch hören, vielleicht kannst du sie sogar sehen. Ich glaube, da geht es darum, selber so ein bisschen sich dafür zu öffnen. Was ist dein Kanal? Ich werde auch noch mal eine extra Folge übers Channeln machen, weil ich so viel danach gefragt werde, wie ich channel, wie Channeln funktioniert, wo ich da noch mal im Detail drauf eingehen kann. Ein Ratschlag, den ich schon mal für dich habe, wenn du gerne in Kontakt gehen möchtest mit deinen Engeln, ist, dass du wirklich deine Augen schließt. Können wir auch jetzt gerne, super gerne einmal zusammen machen. Also schließ einmal deine Augen. Und dann atme einmal tief ein und aus. Bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Und erlaube dich hier ganz bewusst mit deiner Herzensenergie zu verbinden. Mit dem Leben. Mit der Frequenz der Liebe in dir. Und von hier stell dir vor, wie du dein Bewusstsein ausweitest über deinen Körper hinaus, sodass du den gesamten Raum, in dem du gerade bist, mit deinem eigenen göttlichen Bewusstsein ausfüllst. Dass du bist in deiner Energie, in deinem Bewusstsein. Und in diesem Feld der Liebe, das du um dich kreierst, setze hier die bewusste Intention, ich verbinde mich jetzt mit meinem Engel. Und was du machen kannst, ist einfach zu fragen, wie heißt du? Was ist dein Name? Und du wirst einen Namen empfangen, du wirst ihn hören.
hinterfrage diesen Namen nicht. Erlaube deinem Engel mit dir zu kommunizieren. In dem Moment, wo du anfängst zu hinterfragen, geht dein Kopf an und wenn dein Kopf an ist, unterbrichst du die Verbindung in die geistige Welt. Denn die Verbindung in die geistige Welt ist über dein Herz, über deinen Körper, nicht über den Verstand. Und wenn du den Namen empfangen hast von deinem Engel, kannst du hier gerne anfangen, in Kommunikation zu gehen. Du kannst fragen. Du kannst deinen Engel bitten, dir ein Zeichen zu geben über deinen Körper, dass du ihn spürst, dass du ihn noch besser wahrnehmen kannst. Also bitte, gib mir ein Zeichen, eine körperliche Wahrnehmung, dass du da bist. Und dann bedanke dich bei deinem Engel, atme hier noch einmal tief ein und aus und dann komm zurück ins Hier und Jetzt. Und diese Verbindung mit deinem Engel kannst du einfach ganz spielerisch üben, tatsächlich. Jede Form der Hellsichtigkeit, Hellfühligkeit, das ist ein Sinn, den du trainieren kannst, den du üben kannst. Und mit jedem Mal, wo du dich verbindest, wirst du besser werden in der Verbindung. Ja, das ist wie, dass du irgendwann kannst du die Telefonnummer einfach auswendig und anrufen und in die Verbindung gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Und genau, Sex mit dem Universum. Ich guck mal kurz, ich gehe hier mal auf irgendeine neue Seite. Gott geht an einer Stelle während der Vorlesung mit seinen Studierenden, mit seinen Studenten und Studentinnen ins Kino, weil er ihnen erklären möchte, warum die Menschen sich manchmal dysfunktional verhalten im Sinne von, warum sie Dinge tun, die für sie eigentlich nicht gut sind. Ja. Und da gibt er ihnen diese Metapher des Kinos. Was genau da passiert, kannst du im Buch lesen. Aber es gibt eine Stelle, die ich dir gerne einmal vorlesen möchte. Die junge Frau unten im Kino, also in dem Kino sehen sie eine junge Frau, die im Kino sitzt und auf die Kinoleinwand guckt. Die junge Frau unten im Kino hat bereits begonnen, sich unwohl zu fühlen und nach Hilfe zu suchen, weil sie guckt auf diese Leinwand und sie sieht da immer wieder diesen Lebensfilm, der sich wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ja, wir gehen immer wieder in die gleiche toxische Beziehung zurück oder sprechen immer wieder nicht unsere Wahrheit oder haben immer wieder diese finanziellen Probleme. Also wir sind in unserem Film gefangen und wir gucken da die ganze Zeit drauf und wir fangen an, uns unwohl zu fühlen. Sie muss lernen, ihren Körper wieder zu spüren. Unser Körper ist das, was uns dabei hilft, während wir auf diese Leinwand zu gucken. Irgendwann wird es so unbequem für den Körper und der will sich bewegen und der ist so, oh, ich will aufstehen aus diesem Film. Und da hat der Körper ganz unterschiedliche Methoden, wie er uns wachrütteln will. Sei es Migräne, sei es ein Reizdarm, sei es Akne, sei es alle möglichen Dinge, die der Körper dann macht, um uns aufzuwecken, um zu sagen, steh auf aus diesem Film, den du die ganze Zeit guckst. Sie muss lernen, ihren Körper wieder zu spüren und wahrzunehmen, wie es ihr wirklich geht. Sie muss sich daran erinnern, dass sie nicht nur eine passive Zuschauerin ihres eigenen Lebensfilms ist. Sie kann aufstehen und bewusst ihren Blick von der Leinwand lösen, die Entscheidung treffen, einen anderen Film sehen zu wollen und in ihren eigenen Projektionsraum gehen, um die Filmrolle auszutauschen. Sie hat die Macht zu entscheiden, welche Filme abgespielt werden. Sie kann alte Filmrollen neu beschriften oder sogar ganz neue Szenarien drehen. Sie hat die Regie in der Hand, um das Drehbuch ihres Lebens zu ändern und ihre wahre Essenz auf der Leinwand des Bewusstseins zum Ausdruck zu bringen. Das ist die Kraft ihres Geistes.
Und es geht dann noch darüber hinaus. Es geht nicht nur in den Projektionsraum, sondern es wird darüber noch hinausgehen. Und das ist eine wunderschöne Metapher, die Gott da nutzt, um den Engeln zu verstehen zu geben, woran liegt es, dass wir manchmal so, wir Menschen manchmal so festhalten an unserem Unglück, ja, und da nicht so richtig rauskommen. Darum geht es in dem Buch. Und genau, ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude beim Lesen. Wie gesagt, du kannst das erste Kapitel jetzt schon runterladen, kostenlos als Hörbuch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Am 19.06. ist das Buch da. Bestell es dir vor, lies es, genieß es, verschenk es. Lass dich da eintauchen, lass deine Seele da eintauchen, lass dich von dem Buch wach küssen. Und ich bin so gespannt, wie es dir gefallen wird, was du daraus für dich mitnehmen wirst. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude damit und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Und vielleicht gibt es eine Geschichte, ein Buch, das gerade in dir wirkt. Und vielleicht ist diese Folge heute für dich eine Inspiration gewesen, dein Handy jetzt zu nehmen, einen Google Doc aufzumachen, den Titel von dem Buch da reinzuschreiben und anzufangen, dieses Buch zu schreiben. Denn wer weiß, für wen diese Geschichte, die du gerne schreiben möchtest, das Leben verändern wird. Okay? Also, fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Egal, wo du gerade bist im Leben. Es wird gut. Ja, auch wenn es schwierig ist. Wir alle haben wirklich manchmal so krass schwierige Momente. Bleib bei dir. Hol dir Hilfe. Hör Podcasts. Lies Bücher, die dich inspirieren. Fütter deinen Geist mit positiver Energie, mit Kraft. Und fühl dich umarmt. Fühl dich gesehen. Fühl dich geliebt. Und hab einen tollen, tollen, tollen Tag. Rock on und Namaste. Deine Laura.